So, ich bin hier mal gerade am Verpacken. Ich habe mit euch, boah, gerade ein Sodbrennen hier, ey. Das H1 schon gemacht. Na komm. Muss nämlich die Kabel mal schön verpacken wegen meinen Katzen. Weil ruckzuck sitzen sie dran und dann war da mal Kabel. Das war jetzt das H1, was wir eben gemacht haben. Jetzt nehme ich mir mit euch das H5 vor. Mal wieder uff drödeln. So. Das sitzt schon wesentlich angenehmer auf dem Kopf, muss ich mal so sagen. So. So. Also wirklich vom Tragekomfort ist das jetzt, dadurch, dass es hier oben gepolstert ist, ist es wesentlich angenehmer. Und auch hier ist dieser Schutz da, also das ist schon, da haben sie ein bisschen mehr auf Optik geachtet, sozusagen. Und da werden wir mal gucken, so, wie das ist. Ich werde jetzt erstmal in die Einstellungen gehen, Wiedergabegeräte. WirTec, Pegel, Pegel ist bei 100%. Meine Einstellungen sind auch alle so. Einstellungen, hier kann ich auch DTS und so kann ich jetzt hier nicht benutzen. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Mikrofon, will ich noch schnell gucken. Hier. So leise, warum ist das Mikrofon so leise? Pegel, ich habe es auf 100% hier. Ja. Ah, jetzt nimmt das an. Test, 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 test. Ja, das ist auch das Mikrofon. Aber das ist, ja, also das nimmt er jetzt nicht wirklich wahr. Aber wenn ich quatsche, na, da bin ich mal jetzt gespannt für beim Mikrofontest. Aber erstmal kommen wir dazu. Ich mache mir jetzt hier wieder meinen Media Player auf. Ich fange jetzt an mit Jaden Lyrics wieder, mit Mut zu Wut und danach Little Boxes von Feelgood. Oh, ist lauter. Also definitiv lauter. Kommt definitiv vom Sound her ein bisschen kräftiger, der Bass ein bisschen kräftiger, die Stimme ein bisschen angenehmer im Gesamtverhältnis zum H1 rüber. Ihr hört ja, wie laut es und es kommt aber so auf die Ohren gar nicht so laut an. Auch ist wieder so weit nicht so abgeschirmt und so eng auf dem Kopf, dass man von der Umgebung nicht mehr mitbekommt. Die kommen. Gut, jetzt habe ich volle Pulle. Das höre ich. Das höre ich nicht. Jo. Jetzt kommt Little Boxes. Kommt gut rüber. Oh, da brauche ich einfach. Doch, kommt gut rüber.
Also das kommt extrem gut rüber, gerade mit Phil. Man hört die Gitarre, man hört seine Stimme sehr gut raus. Also der Sound, das Gesamtpaket ist jetzt bei dem ein Stück besser als beim H1. Ist auch das größere Modell. Logischerweise müssen sie da irgendwie was draufpacken auch. Angeschlossen ist es schnell. Ich würde sagen, ja, so von dem Tragekomfort bin ich auch sehr zufrieden. Das ist schön weich hier auf der Seite und vor allen Dingen hier oben ist es geschützt. Das finde ich angenehmer zum Tragen als jetzt das H1, was jetzt hier ja nicht geschützt ist hier oben. Das ist ja einfach nur Plastik. Ja, das ist, ja, mehr ist es nicht. Und da finde ich das jetzt angenehmer vom Tragekomfort her. Viel, viel angenehmer vom Tragekomfort her. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Wir sehen uns gleich mit einem Hintergrundbild. Und ich werde mich aber schon mal verabschieden und dann machen wir noch den Mikrofontest oder ich quatsch danach nochmal die Verabschiedung. Ich weiß es nicht. Bis jetzt bin ich erstmal weg und wir sehen uns gleich. 1, 2, 3 Test. Test 1, 2, 3. Wir kommen jetzt zum Test vom H5, vom Ultraforce H5 als Beweis. Ich habe gerade auf das Mikrofon draufgeschlagen und nochmal. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. So, jetzt soll es zum Mikrofontest jetzt gewesen sein. Ich werde es mir jetzt nochmal anhören und dann gebe ich nochmal kurz einen Kommentar ab. So, und da bin ich auch schon wieder. Also, ich habe es mir jetzt so angehört mit Headset und direkt am Laptop irgendwie ist das Mikrofon ein bisschen hallig. Kann jetzt natürlich an den Einstellungen liegen. Ich werde das auf jeden Fall noch im Skype und im TS testen und kann dann nochmal ein Video machen. Da werde ich aber dann ein Video machen für das H1 und für das H5, wo wir uns da nochmal wo ich dann nochmal zur Mikrofonqualität was sagen werde im Teamspeak und im Skype. Das werde ich dann mit dem Onkel wahrscheinlich testen, ich weiß es noch nicht. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Freue mich, dass ihr zugeguckt habt so lange. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.